Viele von Ihnen wissen vielleicht gar nicht, dass die Stadt Kitzingen seit Jahren einen Service anbietet, der unsere gesamten Stadtratssitzungen betrifft und die Sitzungen des Ausschusses. Das möchte ich Ihnen heute mal zeigen. Auf unserer Homepage www.kitzingen.info stellen wir unter Rathaus Bürgerservice Stadtrat und Sitzungen zu sämtlichen Stadtrats- und Ausschusssitzungen alle Sitzungsvorlagen mit Anlagen, wie Sie auch die Stadträte bekommen, bereit. Wenn Sie unter Rathaus Bürgerservice auf Stadtratssitzungen gehen, gehen Sie auf Sitzungstermine. Dort kommen Sie dann zu unserem Infoportal. Es öffnet sich automatisch der aktuelle Monat. Wenn Sie jetzt nach unten scrollen, kommen Sie zu dem 25. März, die heutige Sitzung des Stadtrates. In der Übersicht sehen Sie immer die öffentliche Bekanntmachung. Dort sind alle Tagesordnungspunkte benannt. Wenn Sie hier draufklicken, beziehungsweise auf das Download-Feld, öffnet sich das PDF automatisch. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, alle Sitzungsvorlagen und die Anlagen zu den einzelnen Punkten, gehen Sie auf Stadtrat und dann haben Sie die Übersicht über alle öffentlichen Dokumente samt Anlagen. Heute beispielsweise wurde der Antrag Kizipedia behandelt. Hier ist die Sitzungsvorlage und alle Anlagen dazu. Als Beispiel geht auf die Sitzungsvorlage, öffnet das PDF und kann sich bequem von zu Hause durch den Beschlussentwurf und den Sachvertrag der Verwaltung durchlesen. Man kann aber auch auf alle alten Sitzungen zugreifen, die seit der Einführung unseres Systems im Jahr 2016 eingestellt sind. So haben wir beispielsweise in dem Februar Sitzungen, wo auch die Niederschrift geschrieben ist. Hier der 11. Februar, der Stadtrat. Ein Klick auf die Niederschrift können Sie auch diese wieder im PDF öffnen und ganz bequem zu Hause lesen. Mit den einzelnen Diskussionspunkten, den Redebeiträgen der Stadträte und den einzelnen Beschlussfassungen. Ein toller Service, wie ich finde. Nutzen Sie den unten stehenden Link und probieren es am besten gleich mal aus.